May the 4th be with you. Ja, heute ist der 4. Mai und damit ein Fest für alle nerdigen Wortspiele. Der 4. Mai ist hier in Deutschland übrigens auch der Overshoot Day. Was der Overshoot Day ist, warum heute am 4. Mai und wie viele Star Wars Referenzen wir hier noch reingepackt haben, schauen wir es uns an. 5, 4, 3, 2, 1. Eigentlich ist es gar nicht so lange her und streng genommen war es auf unserem eigenen Planeten. Wir schreiben das Jahr 1970 auf der Erde und das war ein Meilenstein in der Weltgeschichte beziehungsweise ein Meilenstein in der Geschichte der Erdbevölkerung, denn wir Menschen haben 1970 zum ersten Mal mehr Ressourcen verbraucht, als unser Planet in einem Jahr regenerieren kann. Was bedeutet das? Naja, bildlich gesprochen fressen wir Mutter Natur die Haare schneller vom Kopf, als sie ihr nachwachsen können. Und unser Hunger wächst. Während 1970 dieser Erdüberlastungstag noch am 29. Dezember war, sind wir in diesem Jahr mittlerweile beim 28. Juli angekommen. Zugegeben, unser Weg, den Planeten zugrunde zu richten, ist nicht ganz so effektiv wie der Todesstern, aber hey, mühsam ernährt sich der Ewok. War der schlecht. 28. Juli, wenn ihr vorhin zugehört habt, dann merkt ihr vielleicht, hä, hast du nicht vom 4. Mai, also heute, gesprochen? Die Aufklärung dazu gibt's gleich. Zur Berechnung der Erdüberlastung werden zwei Faktoren ins Verhältnis gesetzt. Zum einen unser ökologischer Fußabdruck, zum anderen die sogenannte Biokapazität der Erde. Heruntergebrochen auf eine Nation wie Deutschland heißt das, wir haben den ökologischen Fußabdruck unseres Landes auf der einen Seite, wie viel CO2 stoßen wir aus, welchen Bedarf an Wohn-, Agrar- und Industriefläche haben wir, wie hoch ist unser Fischfang, wie viel Holz entnehmen wir unseren Wäldern und die produktiven Flächen eines Landes und deren Regeneration auf der anderen Seite. Wie schnell wachsen unsere Wälder nach, wie produktiv sind unsere Agrarflächen, wie ergiebig sind unsere Fischgründe und so weiter. Dividiert man nun die Biokapazität eines Landes durch den Fußabdruck und multipliziert das Ganze mit 365, erhält man den Tag im Jahr, in dem dieses Land seine natürlichen Ressourcen aufgebraucht hat. Und im Falle Deutschlands ist dies am 4. Mai. Anders ausgedrückt, würden alle Menschen auf diesem Planeten so leben wie wir Deutsche, dann bräuchten wir eigentlich drei Erden, um unseren Bedarf zu decken. Und ja, ihr hört es schon heraus, wir sind ziemlich weit oben oder ziemlich weit vorne mit unserem Erdüberlastungstag. Nimmt man alle Daten der Weltbevölkerung, dann kommt man auf den 28. Juli. Immer noch viel, viel, viel zu früh. Was passiert, wenn wir unser Erdkonto über Gebühr belasten? Davor warnt die Wissenschaft schon seit Jahrzehnten. Man hat das Gefühl, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler fühlen sich mittlerweile wie die Cantina-Band. Sie spielen denselben Song immer und immer wieder und keiner hört zu. Oder, um es mit den weisen Worten des großen Jar Jar Binks zu sagen, Monster da draußen, Leck hier drinnen, wir versinken und keine Energie? Wann ihr denn dann denken, wir sein Problem haben? Die Pole schmelzen, Atmosphäre und die Meere erwärmen sich und immer mehr Regionen der Welt gleichen Tatooine. Trostlose Wüste mit Fels und Sand. Und ich mag Sand nicht. Er ist rau und kratzig und unangenehm. Als in den 80er Jahren ein großes Ozonloch über der Arktis entdeckt wurde und sehr schnell klar wurde, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen diesem Ozonloch und industriell genutzten FCKW-Gasen, machte es plötzlich Klick in der Weltbevölkerung. Es gab, man kann es schon fast sagen, international das erste Mal diesen Aha-Effekt. Die Art und Weise, wie wir Menschen unseren Planeten nutzen, hat auch wirklich internationale und globale Auswirkungen auf unseren Planeten. Nach den Erfahrungen mit dem Ozonloch und den FCKW-Gasen und vor allem dem schnellen und zielgerichteten internationalen Handeln, um hier etwas zu retten, und das war erfolgreich, gab es große Erwartungen 1997, als das Kyoto-Protokoll unterschrieben wurde. Viele Staaten dieser Erde haben sich freiwillig dazu bereit erklärt, ihre Treibhausemissionen zu reduzieren, um dem Klimawandel Einhalt zu gebieten. Das heißt, es tat sich was, aber es tat sich nicht genug. Beispielsweise eine der größten Emittenten, die USA, waren von Anfang an nicht Teil dieses Kyoto-Protokolls. Andere haben sich Ziele gesteckt, konnten sie leider nicht erfüllen.
wieder andere haben gar nicht erst wirklich versucht, sie zu erfüllen. Immerhin war es ein freiwilliges Bekenntnis ohne Konsequenzen. Das heißt, es bewegte sich was. Langsam, aber es bewegte sich. Und auch dieses Jahr gibt es Klimagipfel und Klimakonferenzen, so wie auch jedes Jahr zuvor, und es werden noch viele weitere folgen. Man trifft sich, man bespricht sich, man vereinbart Ziele. Und am Ende beklatscht man sich für die Ziele, die man gerade getroffen hat. Und wenn man jetzt einen pessimistischen Blick auf die Welt hat, dann könnte man denken, und so geht das Klima zugrunde, mit donnerndem Applaus. Was kannst du jetzt ganz konkret tun? Wichtigste Lektion dabei, der größte Lehrer Versagen ist. Auch wenn es bundespolitisch oder international mit dem Klimaschutz nicht so vorangeht, wie wir uns das alle wünschen, können wir alle selbst einen Beitrag leisten. Sei es durch unser tägliches Konsumverhalten, durch unser Energiebewusstsein und. Es gibt dort verschiedenste Möglichkeiten, dich zu informieren. Wir verlinken dir gern ein paar Anlaufstellen hier unten drunter. Zweitens, engagiere dich. Das kannst du für dich allein tun. Du kannst dich aber auch mit anderen Leuten zusammenschließen, sei es eine lokale Initiative, ein Projekt oder auch eine übergreifende Partei. Wenn du zum Beispiel eine Partei suchst, die sich auf wissenschaftsbasierte Politik verlässt und die aktiv sich für den Klimaschutz engagiert, dann könnten auch die Piraten eine Anlaufstelle für dich sein. Und damit schließe ich mit den weisen Worten von Meister Yoda: Tu es oder tu es nicht. Es gibt kein Versuchen.